Willkommen zurück bei Super Mario World. Immer noch mit dem lieben Pasch. Hallo. Ja, wir sind hier gerade im Ghost Valley. Ja, ihr merkt, die Motivation ist groß, besonders weil hier Geisterpilze sind und fliegende grüne... Ja. Das sind Ugos. Okay, kann ich die Spin jumpen? Ja. Okay. Ich bezeichne die jetzt einfach mal als Ugos, ich weiß nicht, was das für einen Namen haben. Ja, unbekannt ist ein grünes Objekt. Genau. Oh. Ein Switch. Drück ihn einfach mal, würde ich sagen. Ich nehme mal... Warte. So. Ich nehme... Oh! Ich dachte, es wäre eine Wand! Tja. Wie gemein! Keine Wand, ich hab's befürchtet. Ich dachte, das wäre einfach nur so ein sehr schmaler Schacht. Nein. Der nach oben führt. Och Mann, das darf voll irreführend. Das haben sie auch... Nein. Nimm gleich zwei. Nein. Nein. Wenn jemand hier den letzten Versuch kriegt, dann bist du das. Ja, super. So. Wow, Ugo. Scheiß Ugos. Ja, das ist jetzt allgemeiner Name für die Dinger. Unbekannte grüne Objekte. Ja. Das sieht doch voll, also guck mal, da ist links und rechts auch nichts daneben, so komplett frei. Pilz, so, zack. So, mal gucken, wo uns diese Tür hinführt. Und sie führt uns, wo auch immer ich jetzt bin, hin. Nimm die nächste Tür. Ich glaube, das ist ein Türenlabyrinth. Ja, ist es auch. Oh Gott. Wow, Glück gehabt. Ja, wäre der runtergefallen, wäre doof. Wo ist mein Stern? Verdammt. Ja. Danny, komm her. Geh ich einfach mal rechts lang. Oh. Gut, dann darfst du das jetzt nochmal probieren. Ja, immerhin weiß ich ja jetzt, was man machen muss. Ah ja, die Geisterhäuser sind unglaublich. Unsere Lieblingslevel aller Zeiten. Ja, Geisterhäuser sind das Schlimmste, was es überhaupt gibt. Obwohl ich Horrorfilme wiederum sehr, sehr... Nein! Mag. Doch. Ja, es kann sein, dass du Horrorfilme magst. Aber das interessiert hier keinen. Ja, Horrorfilm. Ich bin ja mal gespannt, was noch so kommt. Ich war ja sehr angetan von dem Horrorspiel Pine View Drive. Nie gehört. Pine View Drive, nie gehört? Wann kommt der Stern? Wenn du auf den Schalter drückst. Okay. Sollte einer runterkommen. Du willst jetzt auch rechts lang gehen? Ja, weil du warst ja schon längst. Ja gut, da hätte ich vielleicht nicht in die erste Tür dann reingehen dürfen. Sieh zu, dass du durchkommst. Da ist noch eine Tür. Renn durch, das ist die garantiert nicht. Ja gut, nimm die Tür. Das ist garantiert die ganz rechte Tür. Nein. Okay, warte, ich bin jetzt wieder hier, ne? Ja. Hä? Ach so, da... Okay. Was ist das hier? Gab's mir jetzt einen Pilz? Oh. Na, Zahner, ich glaube, da brauchen wir noch einen Switch für. Ja, ich muss den Switch, glaube ich, mitnehmen. Aber wie mache ich das? Du brauchst noch einen zweiten. Das heißt, du musst ganz nach rechts gehen. Die ganz rechte Tür, da kriegst du wahrscheinlich zwei Switche und dann musst du einen lösen und einen dann mitnehmen. Gut, jetzt nicht unbedingt nach da. Der hat mich jetzt nach links geleitet. Ja gut, versuch's, weiter. Nicht stehen bleiben. Obwohl, da hätte vielleicht ein Switch sein können, aber das hat's da nicht mehr geschafft. Ja, ich gehe einfach nochmal. Ja. Das Geisterhaus ist ja zum Glück nicht so schlimm in Sachen Unfairness. So, ich guck mal, ob in dem Teil ein Switch drin ist. Ja, versuch mal. Du musst nach oben, fürchte ich. Ne, unten wäre nicht besser gewesen. Ah! Sehr schön. Mann! Wer hoch steigt, fällt tief. Ja. Gut, dann versuche ich jetzt mal. Dieses scheiß Teil nicht getroffen. Ob da ein Switch drin ist. Wenn nicht, dann müssen wir das Ganze halt nochmal machen. So, hier kriege ich erstmal wieder ein Pilzchen. Zwischen Leber und Milz passt immer noch ein Pilz. Genau. Aber nee, Pineview Drive kann ich sehr empfehlen. Habe ich beim lieben Bruger geguckt. Ich kann dir empfehlen Five Nights at Freddy's. Gucke ich gerade bei Bru. Ich empfehle Pineview Drive. Glaub mir, das ist... Nee, da war überhaupt nichts drin. Gefällt mir deutlich besser als Five Nights at Freddy's.
Weil es okay, halt... Was ist das Konzept so bei dem Spiel? Ja, mal wieder alles dunkel. Ja, nur ja, so Kerzenschein, du bist halt in so einem, ja, im Prinzip schon ein Geisterhaus. Und ja, das Licht macht dir so ein bisschen Probleme. Und auch nicht nur das Licht, sondern alles. Ah. So, jetzt. Ich glaube, ich hätte ihn mitgenommen. Ja, hätte ich tun müssen. Warum drückst du den denn auf? Ja, ich weiß auch nicht. Jetzt darfst du das gerade nochmal machen. Wir suchen nach einem zweiten Switch, du findest einen und du drückst ihn. Und ich dachte, vielleicht komme ich hier durch. Ja, jetzt bist du wieder hier. Ja, und das hier hätte ich gebraucht. Ja. Als Münzweg wahrscheinlich. Geh einfach durch die Tür. Ich wollte aber angucken, wie sich das aufbaut. Gut, dann machen wir es. Mein, das ist mehr als wir belangen müssen. Dips. Dich nehme ich mal lieber mit, mein lieber Stern. In den Abgrund fallen. Ich gebe mir Mühe. Vielleicht ist ja das Leben wieder da. Jo. Oh, tatsächlich. Hier kann man ja unendlich Leben farmen. Ja, wenn man es kann. So. Und jetzt gucken wir mal, wo mich das Ganze hinführt. Hä? Nirgends hin. Idiot, ich glaube, du hättest den drücken müssen bevor... Oder nee, warte. Nein. Ich hatte den ja auch nicht, den Switch. Ja, bei mir hat es doch eben auch funktioniert. Ja, und jetzt hast du den Switch nicht mehr. Vielleicht muss ich jetzt links lang wollen. Ich gehe jetzt einfach nochmal links lang. Das verändert sich ja teilweise bei gedrücktem Switch. Hier das Ganze, wenn man durch die Türen geht. Also probieren wir es einfach mal. Nee, ist wieder genau das Gleiche. Dann geh mal nach rechts und versuch's nochmal. Ups. Ey, blöd, das liegt an dem blöden Stick, weil ich ja jetzt mit Stick... warum bring ich jetzt hoch? Okay, das ist jetzt selten dämlich, was ich hier mache. Du magst diese Tür einfach sehr gerne. Ja. Oh Gott. Aber ich krieg langsam Zeitprobleme. Oh, Meister hat gesprungen. Ja. Leben. Zack. So. Switchy mitnehmen. Diese, die Musik klingt, wenn die so schnell ist. Komisch, jetzt ist hier aber auch nichts, ne? Soll ich ihn jetzt erstmal drücken? Ja, versuch's mal. Nee. Hä? Ich hab's kaputt gemacht. Geh doch mal ohne Switch hin. Ups. Ich hasse das. Wir werden jetzt verreckt, wir haben dann keine Zeit mehr. Aber das ist wenigstens mal interessant. Dann hole ich uns noch ein Leben. Ja, genau. Immer schön Leben farmen. Mario, renn um dein Leben. So. Okay, geh nochmal ohne Switch hin. Ohne Switch. Ich möchte erstmal gucken, drück ihn ob da hier. Münzen sind. Drück ihn hier, bevor. Drück ihn mal, bevor diese das Fragezeichen in den Blick kommt. Und jetzt geh rüber und drück das Fragezeichen. Nee. Wir haben das doch schon mal geschafft. Ich meine, jetzt geht uns eh die Zeit aus. Daher kann ich jetzt auch ohne. Nee, wir haben das nicht schon mal geschafft. Ja, aber dass sich das Ding bewegt, meine ich. Ach so, ja, das haben wir schon mal geschafft. Time up. Egal, wir haben sehr viele Leben gekriegt. Bedien dich. Ja, ja. So. Von dem Ei, dass du Game Over warst, hast du jetzt erstmal Leben für die nächsten paar Versuche. Da kann ich hier nochmal zeigen. Und was jetzt? Ja, weiter rein. Geht nicht. Wie, geht nicht? Achso, ich bin dran. Ja. Entschuldigung. Warum bist du denn dran? Ja, weil du kein Leben mehr hattest. Achso. Bedeutet, ich muss den Mist hier nochmal machen. Ist mir doch egal, ob ich hier was verliere. Ah! Das darfst du nicht verlieren. Ja. Leben, das ist wichtig. Du willst doch nur, dass ich das jetzt machen muss. Richtig. Irgendwoher wusste ich das. So, dann zeig uns mal dein Talent hierfür. Das ich nicht besitze, offenbar. Weil ich habe ja das Talent, den Switch zu holen, aber ohne ihn ans Ziel.
Jetzt passiert dir das auch. Quietsch. So, und jetzt ab die Post. Freiheit für Tibet. Gibt's aber auf haufenweise Leben, ne? Wir müssen mal vielleicht die anderen Türen probieren. Vielleicht ist es ja einfach nur ein Fake-Raum. Warte mal, nimm den mal mit. Weil jetzt sind die Münzen hier noch da. Jetzt drück mal den Schalter. Mhm. Also nicht den Pi, sondern den Block, meine ich. Den Block, okay. Wenn der Geister weg ist. Ja. Du Blöcksche drücke. Ah. Ja, ja, okay. Aber der nimmt auch einen anderen Weg. Ja, ich glaube, der nimmt jede... Ja. Beim nächsten Mal musst du den drücken. Ja, stimmt. Den ich hatte, fürchte ich. Halt wieder raus und schnapp dir wieder ein Leben. Oder mehrere. Ich meine, man farmt ja auch immer extrem viele Münzen, wenn man durch den langen Gang rennt. Ja, eben. Deswegen hatte ich am Ende auch so viele Leben dann für dich übrig. Ich weiß ja, ich habe jetzt gesehen, dass man das einfach, dass man hier einfach durchsprinten kann, indem man einfach über alles springt. Ja. Dadurch, dass du jetzt klein bist, kriegst du zwar ein paar weniger Münzen, aber ich meine, im Endeffekt ist das ja völlig wurscht. Gut, dann drücke jetzt. Ich glaube, das hättest du nicht tun dürfen. Ja. Ja, dann gehe ich mal raus. Wir können hier nicht Start selecten. Oh. Dann Gott. Musst du nochmal probieren, ob du das irgendwie hinkriegst. Ja. Wenn nicht, dann farm ich einfach so lange Leben, bis die Zeit weg ist. Naja, dann haben wir zumindest ein bisschen was. Ich meine, Leben können wir ja hier ideal machen. Okay, die Münzen sind immer noch da. Hier nicht. Ja, dann... Na, die Zeit ist jetzt eh bald um. Drück einfach mal den... Ne, da kommt nichts mehr raus. Okay. Dann farm ich noch Leben. Zeit ist ja eh gleich um. Hoppa. Oder geh mal links rein vielleicht nochmal. Ich meine, wenn der Stern jetzt eh auf der Seite kommt. Da ist nichts, kannst vergessen. Nee. Drück jetzt nochmal auf den... Ich meine, schaden kann's nicht. Ja, ich farm noch ein Leben. Kannst auch das machen, solange bis du schwarz wirst. Will ich nicht. So, gib Gas. Ja. Ich probiere mal eine der anderen Türen. Okay. Ja, nimm was die. Was passiert, wenn ich durch die da gehe? Ha! Die hätten wir vielleicht mal früher nehmen sollen. Na, das war jetzt aber schön, du. Das wir haben uns war... sehr verarschen lassen von dem Ding. Wir haben uns sehr stark verarschen lassen von diesem Spiel. Super. Einen ganzen Part auf der Suche nach einem verkackten Ausgang, der direkt vor unserer Nase war, an dem wir... Wir nehmen dir ein paar Leben. Immerhin haben wir das als Trostpreis. Ganz viele Leben. Leute, nee. Also ich setze hier einen Cut. Das ist mir egal, wie lange der Part schon geht. Ich brauche jetzt eine Pause. Also lasst mir jetzt Kommentar da, Daumen hoch, tschüss und bis zum nächsten Mal ohne Geisthaus. Euer Wolf. Tschüss.